When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Der Home-Release von Die letzten Jedi enthält nicht nur den Film, sondern natürlich auch neue Star-Wars-Futter, darunter 14 deleted Scenes. Aber wieso sind diese Szenen letztlich der Schere zum Opfer gefallen und wären sie nicht vielleicht doch besser im Film geblieben? Nach den Dreharbeiten von Die letzten Jedi stand Regisseur Rian Johnson vor einer großen Herausforderung. Der Rohschnitt war mit über 3 Stunden viel zu lang. Johnson musste seinen Star-Wars-Film wohl oder übel kürzen. Dabei fällt auf, besonders viele Szenen von John Boyegas Finn sind betroffen. Das hat aber nicht zu bedeuten, dass Regisseur Johnson den Charakter nicht mochte oder mit der schauspielerischen Leistung von Boyega nicht zufrieden war. Finns Szenen waren oft nur als Übergang gedacht und erwiesen sich damit vielfach als nicht zwingend notwendig. Einige waren auch schlicht überflüssig. Der alternative Anfang beginnt mit einem Witz. Kein Planet, sondern Finn in der Krankenstation an Bord der Redis ist zu sehen. Letztlich entschied sich Regisseur Johnson, direkt zur Action überzugehen. Deswegen wurde die Szene geschnitten. Im Anflug auf die Dreadnought versagt Paige Sportkanone. Erst im letzten Moment kann sie wieder feuern. Die Szene wurde überflüssig, weil der Bombenangriff neu strukturiert wurde. You think that I came to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all? Nachdem Rey auf Akto Luke Skywalker konfrontiert hat, sollte die Szene ursprünglich noch weitergehen. Luke zieht sich in seine Hütte zurück und trauert um seinen Freund Han, von dessen Tod er erst jetzt erfahren hat. Die Szene gibt dem griesgrämigen Luke nicht nur einen weicheren, menschlicheren Anstrich, sie verbindet ihn auch mit Leia, denn auch seine Schwester trauert anscheinend um Han an Bord ihres Flaggschiffes. Ein schöner Moment. Doch letztlich entschied sich Johnson dafür, lieber direkt mit der Geschichte weiterzumachen. Mark Hamill dagegen hätte die Szene gerne in der Kinofassung gesehen. Johnson vergleicht das mit Lukes Trauer um Obi-Wan Kenobi. Can't believe he's gone. Der Film lässt ihm nur wenig Zeit dafür, weil sich die Ereignisse um ihn herum überschlagen. Auch das ist eben Star Wars. Come on, buddy, we're not out of this yet. Ray beat Kylo, the Resistance got the map. You won, right? Why doesn't this feel like winning? Nach der Vernichtung der Dreadnought treffen sich Poe und Finn. Die Szene war als Verweis an Das Imperium schlägt zurück gedacht, musste aber weichen, als Johnson die Eröffnung des Films umstrukturierte. Finn spielt gedankenverloren mit dem Gerät, das Rays Position aufspüren kann. BB-8 versucht, ihn aus seinen Gedanken zu reißen. Schließlich spielt der Droide ein Hologramm ab, das Rays Abschied aus Das Erwachen der Macht zeigt. Finn entscheidet sich schließlich, seiner Freundin zu helfen. Die Szene wurde aus Zeitgründen geschnitten, weil Johnson fand, dass sie nicht wirklich nötig sei, da man auch so versteht, dass Rey Finns persönliches Motiv ist. I was cleaning my blaster, it went off. Rey hat mit ihrem Blaster ein Loch in die Hütte von einem der Hüter geschossen. Eines der Wesen beäugt Rey daraufhin kritisch. Laut Regisseur Johnson war dieser kleine Moment eine der letzten Szenen, die herausgeschnitten wurden, um abermals den Film zu straffen. I don't think they like me. Can't imagine why. Dies ist mit die wichtigste Szene, die im Schnittraum zurückblieb. Rey bemerkt einige Schiffe, die sich der Siedlung der Hüter nähern. Luke behauptet, es seien Plünderer einer benachbarten Insel und Rey solle sich raushalten. Do you know what a true Jedi Knight would do right now? Nothing. Rey dagegen zieht ihr Lichtschwert und eilt auf die Siedlung zu, um zu helfen. Nur um dann festzustellen, dass die Situation wohl doch nicht so ernst ist. Die Hüter feiern ein Fest, von Plünderern ist nichts zu sehen. Luke hat sich wohl einen Spaß erlaubt. Ja.
Auch wenn es den Anschein hat, dies ist laut Aussage Johnsons nicht Lukes dritte Prüfung für Rey, die Zuschauer nie zu sehen bekamen. Vielmehr sollte diese Szene Reys Kontaktaufnahme mit Kylo Ren vorbereiten. Sie ist von Luke enttäuscht, ihr Training verläuft nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Do you understand now? I understand that across the galaxy our real friends are really dying. Dass sie später den Machtkontakt mit Kylo zulässt, erscheint so als bewusste Entscheidung. Luke wiederum wirkt durch Reys Vorwurf getroffen. Ein Motiv für sein Eingreifen im Finale? Obwohl Johnson nach eigener Aussage alles an dieser Szene mochte, wurde sie trotzdem geschnitten, erneut aus Zeitgründen. Weniger überraschend wurde die Flucht aus Canto Bight gekürzt. Die Version in den Deleted Scenes ist fast 6,5 Minuten lang. Finn, Rose und DJ infiltrieren die Supremacy. Dabei wird Finn von einem Stormtrooper erkannt. Nach einem angespannten Moment zeigt sich aber, Finns Fahnenflucht hat sich wohl noch nicht in der ganzen Ersten Ordnung herumgesprochen. I know I'm not supposed to initiate contact with officers, but I never took you for Captain Material. Auch wenn Johnson die Szene mag, hielt sie die Story zu sehr auf und fiel folgerichtig der Schere zum Opfer. Damit entfielen aber auch einige Cameos. Der Soldat, der Finn anspricht, ist niemand Geringeres als Tom Hardy. Look at you. Captain. And it turns out, the guard, he's a squirrel. Ebenfalls im Fahrstuhl die britischen Prinzenbrüder William und Harry. You vermin may draw a little blood with a bite. Nach DJs Verrat verspottet General Hux die gefesselte Rose. Keine gute Idee. Obwohl eine starke Szene für Kelly Marie Trans Charakter, wurde sie schließlich doch entfernt. Johnson wollte schneller wieder zurück zum Kampf im Thronsaal kommen. Disrespectful traitor! When I put a gun to your head, you shut down Starkiller Shields. Now what would your troops do if they found out? Or your masters? Diese entfallene Szene zeigt die ursprüngliche Version des Showdowns zwischen Finn und Phasma. Der große Unterschied: Phasma erweist sich als Feigling. Sie tötet sogar ihre eigenen Truppen, um ihre Haut zu retten. Außerdem wirkt ihr Tod eher angedeutet und nicht so endgültig wie in der Kinofassung. Letztlich empfand Johnson diese Szene aber als zu langatmig. So, where are we going? Where we belong. Nach der gelungenen Flucht von Snokes Flaggschiff betont Finn noch einmal, ich gehöre jetzt zum Widerstand. Für Johnson ist das überflüssig, da Finn bereits an Bord der Supremacy seine Loyalität bewiesen hat. Genauso entbehrlich ist die Rückkehr von Rey und Chewie. Let's go round back. Von den drastischen Kürzungen am meisten betroffen ist Canto Bight. Zahlreiche Shots fielen dort der Schere zum Opfer. Weil Johnson und sein Team aber stolz auf das Design der unterschiedlichen Alienrassen sind, bekommen die Kreaturen zumindest in den Deleted Scenes ihren großen Auftritt. Einige der entfallenen Szenen sind nur nette Ergänzungen, andere entwickeln die Figuren weiter und hätten durchaus ihre Berechtigung. Aber wie heißt es beim Schnitt so schön? Kill your darlings. Man muss sich eben auch von Szenen lösen können, in der Hoffnung, dass der Film davon insgesamt profitiert. Light. Darkness. Balance. It's so much bigger.